Hallo. Mitte der Woche. Ja. Und da, ja, wissen die meisten, dass ich doch versuche immer mal einen Tag der Woche, und das ist meist mittwochs, ja, der Erde, Mutter Erde zu widmen. Und ja, auch zu schauen, kann ich denn vielleicht ein bisschen mehr Zeit dort verbringen in der Natur, um ja, mich verbunden zu fühlen mit der Natur. Und ja, das ist, denke ich mal, jedem möglich. Und jeder weiß natürlich, dass wir ja alle verbunden sind mit Mutter Erde, weil unser Körper wäre nicht da, wenn wir nicht aus diesen Elementen von Mutter Erde gebaut worden wären. Und wir könnten nicht leben, wenn wir nicht den Sauerstoff nutzen könnten, den Mutter Erde uns zur Verfügung stellt. Ja, ein tolles System, aber auch ein tolles System ist eben irgendwann an einer Grenze. Und das sollten wir uns vielleicht doch immer mal bewusst machen, dass wir merken, okay, ja, all das, was wir tun, hat irgendwo einen Einfluss. Einmal auf uns selber und dann auf andere und die gesamte Umwelt. Klar, du jetzt und ich jetzt als einer, zwei von 8 Milliarden Menschen, da macht das keinen Unterschied, oder? Und doch könnten wir ja durch unser Sein dazu beitragen, dass wir etwas ausstrahlen. Und ja, ich würde dich einladen wollen, die Liebe und die Freude auszustrahlen, vielleicht auch möglichst inneren Frieden auszustrahlen, wenn du das ja kannst im Moment. Und von daher könntest du eben den Mittwochmorgen dazu nutzen, nochmal reinzuspüren, okay, kann ich diese drei Elemente wirklich von innen heraus ausstrahlen? Kann man die wahrnehmen, wenn ich irgendwo ja in Kontakt mit anderen komme? Kann man da Liebe spüren? Kann man da Freude spüren? Kann man da einen Frieden spüren? Ich glaube, diese drei Dinge könnten helfen, dass wir alle ein bisschen mehr aufeinander Acht geben und auf die Umgebung Acht geben. Und natürlich wird es Ausnahmen geben, die da nicht mitmachen. Und doch kann ich mir vorstellen, dass es für uns auf jeden Fall auch eine gute Wirkung haben könnte und hat, wenn wir diese drei Elemente in uns entsprechend aktivieren, dass wir die wirklich fühlen können. Das ist ja immer mein Ding, dass ich sage, das ist das Ende, wo es enden sollte. Jeder Prozess sollte im Fühlen auch sein, dass es zumindest einmal gefühlt werden kann. Und dann kann ich auch noch mal natürlich in den Kopf gehen und vielleicht ganz andere Entscheidungen fällen über das, was ich heute tue. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und freue mich natürlich über so einen Daumen hoch, vielleicht einen netten Kommentar, vielleicht ein Teilen dieses Videos. Vielen, vielen Dank und ja, gerne bis morgen.